Ich befinde mich in Brooklyn Heights. Eine sehr schöne Gegend mit sehr schöner Architektur. Und laufe gerade Richtung Promenade. Es ist eine der schöneren Gegenden von Brooklyn. Die Lage ist auch sehr zentral. Natürlich einer der wohlhabenderen Gegenden. Ich meine, man muss auch ganz ehrlich sein, das merkt man ja auch immer sofort in New York, dass man wie sich die Gegenden halt auf Anhieb ändern können. Nicht nur an der Architektur, teilweise auch an den Bäumen, an der Sauberkeit, an den institutionellen Einrichtungen in der Nähe. Es ist wirklich eine coole Gegend. Von hier kann man noch mal sehen, wie es von der Mitte aussieht. Da hinten sehe ich schon das Wasser. Sehr entspannt, sehr ruhig hier auch. Es ist wirklich angenehm, hier lang zu laufen. Ich weiß noch nicht ganz, wo wir rauskommen, aber ich denke, dass die Aussicht auf jeden Fall sehr schön sein wird. Auch die Eingänge sind sehr sauber und schick. Links hat man so einen kleinen Park für die Kinder. Es ist sehr schattig hier. Es hat so eine. Es ist zwar sehr angenehm, aber auch irgendwie, dadurch, dass es so dunkel ist, ist es so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen negativ, aber. Es ist ein bisschen zu dunkel, meiner Meinung nach. Im Sommer natürlich ideal. Das ist der Brooklyn Heights Promenade Park. Keine Tiere erwünscht. Habe ich bis jetzt zum ersten Mal gesehen. Okay, es erwartet mich etwas sehr, sehr Aufregendes, wie ich jetzt schon sehen kann. Es ist unglaublich. Wow. Ich bin wirklich das erste Mal jetzt hier, obwohl ich schon etwas länger hier lebe. Es ist sehr, sehr schön.
übrigens die Brooklyn Bridge. Hier hat man so einen kleinen Yachthafen. Hier unten ist dann nochmal so eine Unterführung und eine Schnellstraße, die da durchführt. Hammer. Entspannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es könnte mein neuer Favorite Spot sein oder werden. Hier kann man auf jeden Fall runterkommen, ein Buch lesen. Vor allem auch im Schatten. Und da drüben ist übrigens die Freiheitsstatue. Die Freiheitsstatue in einem Land, wo die Freiheit nicht immer gegeben ist. Immer noch. Der Himmel ist sehr, sehr schön. Der Ausblick über Manhattan. Und die Brooklyn Bridge. Es ist sehr speziell, sehr besonders. Und auch diese ganzen Seitengassen hier. Also, wenn ihr in New York City seid und entspannen wollt, kommt hierher. Vor allem, ich glaube, der Sonnenuntergang ist bestimmt super schön. Ja, und da drüben gibt es eine Menge Verkehr. Aber die Häuser hier auch, was ist das für eine geile Lage? Wow.